Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Grey Goo, wo wir jetzt mit den Goos in den Untiefen sind. Machen wir mal kurze Rede, schneller Start, Mission los. Ziel, Masse wiederherstellen. Wäge Optionen ab. Identifiziere höchste Katalystkonzentrationen. Sie folgen einem Suchen- und Zerstören-Muster. Und sie wissen, dass wir Katalyst benötigen. Wenn wir überleben wollen, brauchen wir mehr Informationen. Korrigiertes Ziel, Datenbeschaffung. Wäge Optionen ab. Mom befindet sich im Modulkern. Momentan von Specialist Cobalt kontrolliert. Unser nachhaltiges Überleben steht und fällt mit dem Zugang zu Moms Datenbank. Um Rechenleistungen für den Suchen- und Zerstörenschlag bereitzustellen, hat Cobalt Mom mit verteilter Hardware-Verschlüsselung gesichert. Um Zugriff zu erhalten, müssen wir erst die Verschlüsselungsknoten finden und zerstören. Der Modulkern muss intakt bleiben. Fahren fort mit überarbeiteten Zielen. Singleton setzt sich aber ganz schön ein jetzt für die Goo. Naja, sein Bewusstsein wurde ja aufgenommen von den Goo wahrscheinlich oder wie auch immer er da verbunden wurde. Die Untiefen. Mom Datenzugriff erforderlich, um taktische Informationen über feindliche Rasse Mensch und feindliche Rasse Beta zu erhalten. Mom Netzwerkverbindung verfügbar. Über Lander der Menschen. Verbindung blockiert durch Firewall-Verschlüsselungsknoten. Verschlüsselungsknoten zerstören. Zugriff auf Marm-Datenbank. Lander nicht zerstören. Überleben abhängig von Ergebnis. Wir sehen uns Specialist Cobalt gegenüber. Er ist ein ausgebildeter Alpha-Pilot und ausgezeichneter Taktiker. Name unwichtig. Feindlicher Status wichtig. Wenn das Cobalt ist, können wir die voraussichtlichen Standorte der Verschlüsselungsschnittstellen ausfindig machen. Information angenommen. Beginnen mit Operation. Da kann es vielleicht sein, dass Singleton... wahrscheinlich sich mit den Goo verbunden hat, um die endgültig zu vernichten, weil er selbst erkannt hat, dass es eigentlich unmöglich ist, die Goo zu vernichten. Das war ein Beobachter im Tarnmodus. Cobalt verwendet sie als bessere Späher. Wir sollten sie zerstören, bevor sie unsere Position übermitteln. Alle Drohnen in Alarmbereitschaft. Goo-Einheiten entdeckt. Alle erforderlichen Maßnahmen einleiten. Na komm, fress dich voll. Ein zweites Mutter-Goo am Anfang ist unabdingbar. Da, töte ihn. Na komm, greif die mal mit an. Scheiß Beobachter, ey. Boah, gibt's doch nicht. Warum ist der Beobachter denn schneller da, als ich überhaupt reagieren kann?
Also halt dich bedeckt. Genau, das eine waren ja die Aufklärungseinheiten. Wenn ich mich hier in die Ecke setze, kann ich ja Glück haben, dass er mich jetzt nicht entdeckt. Ach, wir haben einen Tech-Credit. Anstecker, ansteckendes GU-Upgrade. Alle Drohnen in Alarmbereitschaft. GU-Einheiten entdeckt. Alle erforderlichen Maßnahmen einleiten. Na komm, bau dich nach und nach mal auf. So, den nächsten. Jetzt muss ich mir mal die Texte durchlesen. Der Tempest kann seine Geschosse nun Artilleriewaffen einsetzen. Artillerie und Luftabwehr teilen verfügbare Geschosse. Tempest-Geschosse tragen eine Aufklärerdrohne mit sich, die für eine gewisse Zeit lang die Karte um das Zielobjekt aufdeckt. Alle Drohnen in Alarmbereitschaft. GU-Einheiten entdeckt. Alle erforderlichen Maßnahmen einleiten. Ja, ich muss das. Ich muss mal die Tempest-Dinger bauen. Tempest. Feuert Luftabwehrstöße, muss nach 3 Schüssen nachladen, kann keine Bodeneinheiten angreifen, kann Felsen emporsteigen. Radianten können jetzt Fluggeräte erfassen. Das ist gar nicht mal so schlecht jetzt. Wenn wir es denn fertig haben. Sehr schön. Drei Verschlüsselungsknoten schützen die MARM-KI vor Hackerangriffen. Ihre Zerstörung würde, würde es einem Mutter-GU gestatten, sich in das Netzwerk der KI zu hacken. Es wird jetzt einfach Zeit, ein weiteres Mutter-GU zu verwandeln. Aber die KI lässt mich ja zum Glück bis jetzt ganz gut in Ruhe. Radianten können sich tarnen. So. Da kommt ein weiteres Mutter-GU, das setzen wir direkt hier drüben auf. GU must growing. Zum nächsten ungenutzten Mutter-GU wechseln. Es ist ja genutzt, es läuft ja gerade dahin, wo es genutzt wird.
machen wir was mit dem Tarn. Da kam ja ein ganz netter Tipp, dass die KI selten mit Enttarnern kommt, beziehungsweise Einheiten, die Tarnung aufheben. Und wenn die Radianten natürlich getarnt sind, können die alles auseinandernehmen. So. Du frisst jetzt auch voll. Ich finde die Gusen am Anfang echt träge. Aber wahrscheinlich ist das nur, weil ich die so komisch träge spiele. Lufttank-Upgrade abgeschlossen. Dann geh halt weg von dem. Großen Amöber Bollwerk. Das Projektil des Kraken kann nicht mehr durch feindliche Luftabwehr abgeschossen werden. So, du machst ein weiteres Muttergut, danke. Guck mal, ob du da oben hin kannst. Genau, zieh mal los und schau mal, dass du die Viecher platt machst. Wir müssen mich mal eben da durch. Nein, ich hab nicht aufgepasst. Schaffen wir es mit dem Gu? Scheiße. Egal, das tötet mich ja noch nicht. So, da kann der aber einfach hin. Töte den. Und da konnten wir sie dann schon tarnen. Ein Traum. Bisher habe ich noch keinen einzigen Knoten gefunden. Was ist das denn? Ach, das ist einer der Verschlüsselungsknoten. Da oben produziert der Penner schon 80 Millionen Einheiten. Ach, ist das schön. Die können echt nicht gesehen werden. Und der kommt auch nicht an die ran, so. Dann verfolgen wir die Taktik doch einfach weiter. Die sind zwar nicht so stark, aber die Masse macht's ja dann, ne?
Kann man direkt den nächsten Knoten freimachen. So, was nehmen wir hier als Tech dann noch? Wenn keine Amöben, große Amöben und Muttergoose eine Einheit oder eine Anlage zerstören, geben sie einen Energiestoß ab, okay? Die KI macht jetzt auch irgendwie nicht so viel. So, der Gu kann dahin und wir gehen jetzt mal eben den Knotenpunkt da holen. Weil wir es können. Aber warum fährt man den, so einen Verschlüsselungsknotenpunkt denn einfach hier querbeet? Was soll das denn? Einheit wird angegriffen. Beginne Artillerie-Check abgeholt. Beginne Panzer-Check abgeholt. Tja. Das ist halt, die machen wenig Schaden, ne? Wir sammeln mal unsere Truppen neu hier oben. Einheit wird angegriffen. Genau, fress ihn einfach auf, alles ist gut. Und weg da. Vorsicht. Oh, die können mich sehen. Komm weg. Ihr baut mal große Amöben. Du weg. Ah, dazwischen ist die Drohne. Warum können die mich denn alle sehen? Ah ne, jetzt können sie mich nicht mehr sehen. Also mich will ich in dem Fall die Drohne dann. Genau, fress den einfach auf. Und du frisst ihn. Die Firewall wurde geschwächt. Noch zwei. Ich finde die Destruktoren echt gut. Das war's, ihr könnt mich nicht mehr sehen. Einheit wird angegriffen. So, ihr bitte auch dahin. Einheit wird angegriffen. So, Destruktor. Stark gegen leicht gepanzerte Ziele und Anlagen. Die große Amöbe kann sich in verschiedene schwere Einheiten von Besitz eines zersetzten Aura. Die Einheiten und Anlagen beschichtet, besitzt Aura, die Bewegungsgeschwindigkeit reduziert, kann Felsen emporsteigen.
Einheit wird angegriffen. Vor allem hält der echt viel aus, der Destruktor, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich finde das gut so geil, wenn es einfach über die Felder kommt, ey. Beziehungsweise hier über die Berge steigt und all so ein Kram. Wäre echt super. Einheit wird angegriffen. Genau, lass dich nicht ärgern. Alle Drohnen in Alarmbereitschaft. Du-Einheiten entdeckt. Alle erforderlichen Maßnahmen einleiten. Durch den können er mich wahrscheinlich sehen. Ah, da ist ja noch ein Knoten. Genau, nimm dir mal die Ressourcen weg. Einheit wird angegriffen. Ich möchte wieder große Amöben bauen, bitte, danke. Na komm, töt die alle. Einheit wird angegriffen. Wo ist der Sensor eigentlich jetzt hin? Beziehungsweise das Array-Teil. Ich brauche Katapulte. Einheit wird angegriffen. Sonst wird das nichts. Einheit wird angegriffen. Der Krake. Schießt ätzende Gu-Klumpen. Sowas wie die Gu-Artillerie. Aber haben wir ja schon gesehen. Jedenfalls haben die Gu das wenigstens gegen mich eingesetzt. Da kommen auch schon die Geschosse. Ist natürlich eher was fürs Gebäude. Gegens Gebäude. Einheit wird angegriffen. Genau, ihr bewegt euch mal alle vor. Auch du, Dicker. Einheit wird angegriffen. Alle Drohnen in Alarmbereitschaft. Gu-Einheiten entdeckt. Alle erforderlichen Maßnahmen einleiten. Na komm, du Schlawiner. Genau, zerstört mal die Mauer. Soweit es jedenfalls geht. Aber können wir es nicht, weil... Ah, ich weiß schon. Wir können die Mauer gerade nicht vernichten. Also doch, wir können schon. Aber es braucht einfach seine Zeit. Sie sind so ekelhaft. Eigentlich ist das nicht vorgesehen, dass wir da jetzt so durchkommen. So, aus dir holen wir mal einen zweiten Mutter-Gu raus. Dann bewegst du dich da hoch. Und du darüber.
Machen wir Power am Möbel. Einheit wird angegriffen. Genau, versuche einfach noch mehr zu töten.